Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und nachdem wir im letzten Livestream mächtig trainiert haben, um diese Arena in Fortree City zu besiegen, sind wir wieder da und starten einen erneuten Versuch. Und ich hoffe, dass es uns diesmal gelingt. Wir sind echt deutlich stärker unterwegs. Allerdings haben wir immer noch Schwächen gegen Flug. Und deswegen könnte es immer noch in die Hose gehen. Aber ich denke zumindest, dass wir mit mehreren Versuchen es auf jeden Fall schaffen sollten diesmal. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr. Aber grundsätzlich ist unser Team insgesamt so um die 30, 40 Level höher, glaube ich. Also es müsste eigentlich was werden. Allein schon hier hatten wir vorher einen 45er, jetzt haben wir hier einen 14er, 59er im Team. Wir beginnen mit Lombre, weil Lombre auch das letzte Mal den ersten zumindest packen konnte. Und dort keine Schwäche hatte. So. Womit fangen wir an? Hydropumpe, ne? Fangen wir mal mit Hydropumpe an. Wäre geil gewesen, wenn es jetzt gleich nicht getroffen hätte. Das wäre so Standard gewesen irgendwie. Aber immerhin den ersten hat Lombre alleine gepackt. Wäre schön, wenn er jetzt beim zweiten noch zumindest einen Angriff loswerden könnte. Wird er aber nicht. No, no, no. So, gegen ihn werden wir unser Chinchu reinbringen. Mit Discharge. Seine Attacke ist nicht sehr effektiv und unsere ist sehr effektiv. Und damit haben wir den zweiten besiegt. Jetzt haben wir das Problem, dass Tropius ins Game kommt. Und mit Tropius können wir jetzt gerade mit Jinchu gar nichts anfangen. Deswegen müssen wir leider das Pokémon wechseln. Und das tut wirklich weh, denn ich müsste jetzt eigentlich Kadabra einwechseln. Denn alle anderen haben es als Schwäche. Ich muss das nächste Mal eine andere Taktik wählen. Ich glaube, das wird jetzt mächtig in die Hose gehen. Ich glaube, Lombre brauchen wir zu diesem Zeitpunkt hier. Das wäre glücklicher. Nur jetzt. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir den hier gar nicht packen können. Jetzt packen wir ihn vielleicht, aber so richtig gut ist es nicht. Ja, das ist doch scheiße. Ah, waren wir bei dem noch angekommen? Ich glaube nicht. Brave Bird. Okay. So, wir wechseln Jinchu wieder ein. Weil ein Discharge könnte eventuell schon das Ding für uns entscheiden, sofern ein Discharge überhaupt durchkommt. Er kommt durch, aber reicht doch noch nicht. Jetzt haben wir ihn auch besiegt. Und zum Schluss nochmal ein Honchkrow. War irgendwie klar, dass wir nicht als erstes angreifen. Jetzt haben wir nur noch zwei Möglichkeiten. Dickdri und Marstomp. Mit Dickdri haben wir nicht viele Attacken gegen so einen Gegner. Ja. Eine Attacke, die nichts bringt gegen diesen Gegner. Noch besser. Und mit Marstomp haben wir Möglichkeiten. Aber, ja, das Allerfeinste ist das auch nicht. Gucken wir mal. Rock Throw. Boah, ey, der haut aber auch ein Damage raus, ey. Aber wir haben es geschafft. Nicht! Dann brauche ich jetzt einmal kurz. Ich habe nichts, um als Erster anzugreifen.
Wer überlebt denn überhaupt von dem einen Angriff jetzt, wenn ich den wiederbelebe? Machen wir anders. Ach nee, mit ihm kriege ich keinen Angriff hin, sonst. Kritisch, kritisch, kritisch. Ich überlege die ganze Zeit, wen ich denn überhaupt jetzt wiederbeleben könnte, der das packen kann. Also Kadabra überhaupt nicht. Ich glaube, fast alles, was der hier kann, ist sehr effektiv gegen Kadabra. Ich mach Pushyena. Ist zwar... Ach nee, ich brauch gar nicht. Ich musste wiederbeleben. Er verletzt sich selbst. Geschafft. Fertig ist die Laube. Läuft. As proof of your victory, I confer to you this. The official Pokémon League Badge. You received the Feather Badge. Also den Federorden haben wir jetzt bekommen. Er macht uns more powerful, der Federorden. Ja, also noch stärker. Alles klar, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Schalalala. La 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 la. Ja, nee, läuft. Also freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt auch diesen Orden gepackt haben. Es bringt uns unser Ziel näher. Wir brauchen nur noch 2 Orden und dann sind wir schon in der Nähe der Top 4 und können vor allem unsere alten Pokémon wieder reaktivieren. Und die haben wir auch dringend nötig, denn diesmal habe ich leider hier in Höhen mit unserem Team habe ich ganz schön Bockmist gebaut. Das ist einfach kein gutes Team. Ja. Naja, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Und jetzt gehen wir zum 7. Orden. Und ich glaube, ich weiß schon, wo es lang geht. Denn hier ganz unten hat uns einer nicht weitergelassen. Ich vermute mal, dass er uns jetzt weiterlassen wird und dann... Passt das Ganze doch. Wunderbar. So, und wir können jetzt noch mal... Welches Pokémon könnte noch mal ein bisschen Training gebrauchen? Ja, Lombre ist gar nicht so verkehrt. Schalalala. Lalalalalala. Hier werden wir jetzt noch einige Male aufgehalten. Aber ich glaube, das nehmen wir auch als Training mit. Ist kein Problem. Gut, dass so ein kleines Kackding schon meinen Angriff überlebt, ey. Das sagt, wie schwach Lombre zurzeit ist. Wir müssen unbedingt die nächste Entwicklung aus ihm rauskitzeln. Bloß dafür muss ich das nächste Mal oder demnächst mal ein bisschen tauschen. Ja, gut. Ich Idiot. Warum setze ich auch eine was habe ich da vor? Eine Psychoattacke gegen Dark ein. Das ist natürlich nicht so schlau. Vor allem sollte ich das wissen, da ich ja die Endentwicklung von ihm hier habe. Und jetzt. Mega Drain. Ach nee. Ah, er hat Pflanze mit drin. Sollte. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Aber auch nicht wirklich gut. Zen Headbutt. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, versuchen wir mal unser Team jetzt alle auf 60 zu kriegen. Damit wenigstens mal wieder ein bisschen einheitlich wird. Ne? Würde ich mal sagen. Die bringen immer richtig gute Erfahrung hier, die Bienchen. Und win.
11.000. 11.000 EP. Na, da hinten haben wir noch die Jenna Jameson. Hallo? Wo bist du? Wo versteckst du dich denn? Da versteckt die Kleine sich. Übrigens habe ich heute neues Equipment bestellt, um in Zukunft meine Videos noch hochwertiger zu machen, habe ich mir ein sogenanntes Audio-Interface besorgt. Ich hab jetzt schon ein Mischpult und dann, wenn das Audio-Interface dazu kommt, dann, ja, dann bin ich wirklich gut ausgestattet. Audio-Interface könnte den Sound nochmal deutlich verbessern. Also meinen stimmlichen Klang. Ich habe ja halt noch nicht, und das ist eigentlich mein Ziel gewesen, dieses Radiostimmenmäßige, also dieses Bassige. Und das kriegt man auch nicht einfach so, das liegt nicht einzig und allein an der Stimme. Dazu braucht man ein vernünftiges Audio-Interface. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Und das ist das... Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ich glaube, das ist das DRX286S. Und, ja. Ihr kennt vielleicht YouTuber wie... Alter, warum setze ich es immer wieder ein, ey? Wenn es eh nichts bringt. Weil der Rest auch nichts bringt, oder? Naja, auf jeden Fall ist es so, dass, dass zum Beispiel YouTuber wie Alexi Bexi oder... Wer hat noch so eine schöne bassige Stimme? Gronkh. Die haben auf jeden Fall oder müssten auf jeden Fall ein Audio-Interface benutzen. Sonst könnte ich mir nicht erklären, warum deren Stimmen so abnormal gut klingen. Und ich nehme mir ein Beispiel an diesen YouTubern, beziehungsweise nehme sie als Vorbild und versuche mich an denen zu orientieren, um es selber besser zu machen. Und vor allem finde ich, dass gerade bei Let's Plays der Sound, der Audio-Sound wichtig ist, sehr, sehr wichtig ist. Also eigentlich auf YouTube allgemein mit das Wichtigste, der Audio-Sound. Und meiner klingt jetzt halt noch so relativ Standard, ne? So wie meine Stimme halt klingt. Aber auch bei Radiobesprechern zum Beispiel klingt die Stimme in der Realität noch ein bisschen anders. Übrigens Radiosprecher. So klingen ja auch zum Beispiel Gronkh und Sarrazin, Gronkh und Alexi Bexi. Und genau so möchte ich dann im Idealfall auch klingen. Ich weiß nicht, ob meine Stimme das überhaupt so krass hinbekommt. Also die Stimme muss natürlich auch ein bisschen dementsprechend sein. Ich glaube, da wird es bei mir halt ein bisschen... Ich habe nicht ganz so eine brummige Stimme, aber das macht nichts. Trotzdem wird der Bass auf jeden Fall, ja, wird meine Stimme deutlich bassiger und dadurch hebt sie sich deutlich mehr vom Feedback oder vom Background ab. Und das ist das Ziel des Ganzen. Und ja, seid gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann das das Audio-Interface da sein wird, aber... Das dürfte so lange gar nicht mehr dauern. Also schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe auch die ganzen Kabel bestellt. Ein Kabel soll jetzt tatsächlich... Ein Kabel! Das wäre so ärgerlich, wenn das Audio-Interface vielleicht übermorgen da wäre. Und das Kabel dann auf sich warten lässt. Nämlich ein Kabel soll 6 bis 9 Tage Lieferzeit haben. Wäre ärgerlich. Ich muss morgen nochmal bei Mediamarkt gucken, ob vielleicht die auch so ein Kabel haben. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So. Ein Pushiena Level 28. Gar nicht so schlecht. Es ist mit dem Lombre echt mühselig, hier sich durchzukämpfen, ne? Weil das... echt mit jedem Scheißgegner hier Probleme hat. Ja. Psycho. So ein Ding, diese Dinger hier sind ganz schön stark, diese Swablu. Also ich hatte echte Probleme mit dem bei der letzten Arena, als der eine von den Bimbos
so ein Vieh hatte. Also die haben irgendwie keine Schwäche gehabt. Das war das Ding. Yo. Komm auf Stufe 60. Endlich. Das kriegen wir noch in dieser Folge hin. Da kommen wir nicht lang. Da auch nicht. Dann nehme ich mir die da noch. Und dann sollten wir auch Level 60 sein mit L'Ombre. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sollte reichen. Zen Headbutt und Level 60 mit L'Ombre. Ja, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und dann genau an dieser Stelle. Und dann werden wir in die nächste Stadt kommen, hoffe ich mal. Oder schauen wir mal. Und ich würde sagen, Leute, bleibt stabil. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ihr einfach ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut da rein!